So, jetzt eröffne ich Fragerunde. Die erste Frage hat der Kollege Müller, AfD. Verehrte Frau Bundeskanzlerin, die G7 braucht eine kohärente Strategie zur Wirtschafts- und Außenpolitik, die ich nicht sehe. Weil einerseits Sie und US-Präsident Trump für einen aggressiven Kurs gegen Russland stehen, worunter die deutsche Wirtschaft leidet. Andererseits waren aber Ihre G7-Kollegen Abe aus Japan und Macron aus Frankreich jetzt auf dem St. Petersburg International Economic Forum diesen Mai. Und in St. Petersburg hat Ihr G7-Kollege Macron zwei Dinge gemacht. Er hat sich zuerst entschuldigt bei Präsident Putin für die seit 20 Jahren andauernde NATO-Aggression gegen Russland. Und Herr Macron hat noch was Zweites gemacht. Er hat Investitionsaufträge an Land gezogen für 1 Milliarde Euro. Für sein Land, Nutzen für die deutsche Wirtschaft null. Deswegen möchte ich Sie bitte fragen, werden Sie jetzt auf dem G7-Gipfel diesen destruktiven, US-hörigen deutschen Sonderweg weitergehen? Oder werden Sie diese Tür, die Ihnen Abe und Macron geöffnet haben, in Richtung einer neuen Ostpolitik, ob Sie vielleicht durch diese Tür gehen wollen? Ich danke Ihnen. Frau Bundeskanzlerin. Herr Kollege, es wird Ihnen ja nicht entgangen sein, dass ich wenige Tage vor dem Petersburger Gipfel in Sotschi ein langes, ausführliches bilaterales Gespräch mit dem russischen Präsidenten geführt habe, zu allen anstehenden Fragen, im Übrigen in enger Abstimmung mit dem französischen Präsidenten. Wir haben sowohl zum Iran-Abkommen als auch zu den Fragen der Ukraine als auch zu den Fragen der Zölle eine sehr einheitliche Meinung, nicht nur mit Frankreich, sondern an dieser Stelle auch mit Japan. Uns liegt sehr an engen strategischen Beziehungen zu Japan. Und deshalb gibt es hier ein hohes Maß an Gemeinsamkeit. Ich bin für Gespräche mit Russland, allerdings auch im Blick auf die Differenzen, die wir haben. Die werden beim Wort genommen, aber Dialog ist immer wichtig. Und deshalb habe ich dieses Gespräch geführt. Und deshalb bereiten wir uns gerade mit Frankreich immer gemeinsam auf solche Begegnungen vor. Danke.